Herzlich willkommen zu Part 15 von Let's Play The Sims 3 Lebensfreude. Wir sind endlich hier wieder zurück im Haushalt Harris. Jetzt heißen alle Harris. Es ist Levi Harris, es ist Ryan Harris und es ist Alyssa Harris. Und ja, Alyssa wacht gerade auf, weil ihr ein bisschen schlecht wurde. Wir wissen noch nicht genau wieso, aber wir sollten es heute herausfinden. Wir hatten ja im letzten Part die Hochzeit von Ryan und Alyssa und ja, es war sehr, sehr schön. Der Part kam ja jetzt schon vor 2 Wochen, glaube ich, weil ich war jetzt im Urlaub. Ich bin heute erst wieder zurückgekommen. Und wahrscheinlich werdet ihr den Part heute auch noch sehen, den ich jetzt hier gerade filme, weil ich wollte unbedingt direkt aufnehmen und das hochladen. Und falls sich der Ton ein bisschen anders anhört, ich habe eine neue Vorrichtung mit dem Mikrofon. Also kein neues Mikrofon, sondern so ein neue Spinne und bla bla. Ich könnte euch jetzt damit vorlabern, aber ihr versteht eh nur die Hälfte, was ich davon sage. Deswegen, ja, es könnte sein, dass der Ton noch nicht optimal ist, weil ich die Einstellung noch nicht richtig gefunden habe. Aber ja, eine Facecam gibt es auch bald wieder, aber mein Akku lädt gerade auf und ich habe keinen Bock zu warten. Deswegen gibt es heute noch mal ein Part ohne Facecam. Und jetzt werden wir uns hier mal anschauen, was Alyssa denn jetzt hier veranstaltet. Warum sie denn jetzt mitten in der Nacht bzw. 11 Uhr morgens aufstehen muss und sich übergeben muss. Das ist ja... Diesen Moment müssen wir natürlich festhalten. Ich meine, wann erleben wir das nochmal, dass Alyssa so über der Kloschüssel hängt? Okay, vielleicht schon noch öfters, aber... Oh mein Gott, das sieht so widerlich aus. Ja, ich habe wieder einige Freundschaftsanfragen bekommen hier. Ich weiß nicht mehr genau, wie sieht man das da? Ich wollte die schnell annehmen, weil ich finde das sonst unfair, den anderen gegenüber. Also, hier seht ihr, wer mir alles eine Freundschaftsanfrage geschickt hat. Ich nehme sie jetzt nicht alle jetzt an, aber ihr wisst ja, dass ich alle Freundschaftsanfragen annehme. Aber ich wollte euch nur zeigen, dass ihr nicht so kurz kommt. Also ich zeige euch auch. Und ich habe ganz, ganz viele Geschenke bekommen. Hier hatte jemand ausdrücklich geschrieben. Hier hat jemand gefragt, ob ich das im Let's Play öffnen könnte. Deswegen mache ich das jetzt mal. Was habe ich denn bekommen? Oh, ein super Schaumbad. Das finde ich richtig cool, weil ich mag das voll gerne. Irgendwie finde ich, hört der Ton sich voll scheiße gerade an. Warte mal. Ich muss mich mal lauter stellen. Okay, oder vielleicht leiser. Okay, ich mache es jetzt einfach so. Okay, ja, ich möchte keins schicken, weil ich da jetzt keine Zeit für habe. Aber vielen Dank für eure Geschenke und eure Nachrichten. Und das ist richtig süß. Hier könnt ihr euch vielleicht entdecken. Und ja, jetzt würde ich sagen, beginnen wir dann mal richtig zu spielen. Es ist absolut verschneit in der Stadt. Alyssa hat ein Geschenk erhalten. Ja, das ist wundervoll. Kitty, was ist denn los? Alyssa, beschäftige ich dich mal ein bisschen mit Kitty, weil Kitty hat viel zu wenig Aufmerksamkeit in letzter Zeit bekommen. Das war natürlich sehr stressig, was wir hier die ganze Zeit alles geplant haben und so. Und da kam sie wirklich ein bisschen zu kurz. Jetzt kriegt sie mal ein Lob fürs Verspieltsein. Ich hoffe, das findet sie in Ordnung. Ryan, du könntest jetzt auch mal aufstehen, weil wir haben nämlich schon sehr spät und dann kannst du heute Abend nicht schlafen gehen. Und dann gehst du ganz schnell duschen und hast Hunger, ne? Irgendwer muss hier gleich auch mal sauber machen, weil es sieht aus wie Sau. Oh mein Gott. Haben wir noch irgendwas im Kühlschrank? Frittierte Käsestangen ist verdorben. Ja gut, wir haben ja jetzt schon mittags, ne? Ja, okay, erstmal Geburtstagstorte. So. Du und Kitty, ihr seid Bros, ne? Richtig? Ach, und übrigens, damit wir das jetzt hier auch mal ansprechen. Mein einfach tierisch Let's Play ist offiziell noch nicht in Sommerpause. Nur ich habe irgendwie nicht mehr hochgeladen. Also ich weiß noch nicht, ob ich jetzt nochmal was hochladen werde. Also natürlich kommen irgendwann wieder Parts. Aber ja, ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, was ich mit meinem einfach tierisch Let's Play mache. Ob ich jetzt morgen wieder was aufnehme oder lieber noch 2, 3 Wochen warte. Aber ihr werdet das ja dann einfach sehen. Also von Lebensfreude und Inselparadies wird auf jeden Fall jetzt noch viel mehr kommen. Ich habe nämlich ja Sommerferien, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ja, ich habe Sommerferien. Ich war jetzt gerade eine Woche mit Malte in Holland und es war sehr, sehr schön. War sehr, sehr schön und ja, wir waren in Ostkapelle, da waren wir schon mal vor 4 Jahren. Und es ist super schön dort. Es ist wirklich richtig schön. Also falls ihr mal nach Holland wollt an den Strand, dann fahrt nach Ostkapelle. Das ist bei Domburg wunderschön da. Okay, sind ihr jetzt alle mal hier fertig? Ich möchte jetzt mal das
die hier draußen mal was veranstalten kann. Lieber ja eigentlich was im Schnee machen. Lieber, du musst jetzt mal aufwachen, sonst kannst du heute Nacht auch nicht schlafen. So, und Elissa, warte mal. Elissa räumt jetzt gleich mal hier ein bisschen auf, wenn sie geduscht hat. Ryan, warte mal. Ryan, kannst du was hier draußen bauen? Bau einen Schneemann, bitte. Ich möchte sehen, wie dein Schneemann aussieht. So, Kitty ist jetzt dann auch zufrieden, ne? Und sie möchte mit Elissa eine, ja, sie möchte Elissa als beste Freundin haben. Warum nimmst du lieber jetzt, ah ne, ich dachte, er nimmt ihn jetzt mit raus. Oh, wir müssen ja noch lieber das, Zimmer machen. Stimmt, da habe ich schon ganz vergessen. Weil er hat jetzt auch gar kein Spielzeug und so. Oh, das wird voll warm hier vor meinem Popschutz. keine Ahnung. Wo könnten wir denn hier... Viele haben gesagt, ich soll die Garage wegmachen. Aber ich mag unsere Garage. Ja gut, irgendwo müssen wir verzichten, ne? Dann stellen wir das Auto einfach hier vorne hin. Und das machen wir weg. Dann schauen wir uns das mal... Schauen wir uns den Raum mal an. Auf jeden Fall brauchen wir eine andere Tapete, weil... Nee, Leute, nee. Machen wir... Was haben wir als seine Lieblingsfarbe? Ach, die ist doch süß, oder? Sieht so altbacken aus. I need a beautiful Tapete. Ist ja die gleiche. Sowas? Warum sind da denn überall Blumen drauf? Ich möchte keine Blumen. Sowas? Das ist so dunkel. Aber es ist voll süß. Warte mal. Wir bearbeiten das einfach ein bisschen. Machen das alles ein bisschen heller. Komm, zeig, wie schön du jetzt bist. Boah, wir sind übrigens schon fast wieder 6000. Das ist so verrückt. Ich hab's gar nicht geglaubt. Ich habe ja so ein bisschen Auszeit genommen, als wir jetzt im Urlaub waren. Also, ihr habt nicht so oft auf meinen YouTube-Kanal geguckt. Und ja, jetzt habe ich, als ich nach Hause kam, wieder geguckt und... Fast 6000 Abonnenten, das ist voll krass. Okay, und jetzt brauchen wir ein bisschen Kontrast da drin, oder? Obwohl, das ist schon schön so. Komm, wir lassen es so. Ist schön. Ist wirklich schön. Aber wir brauchen noch einen anderen Boden. Ein Boden, sagte ich. Danke. Den Teppich einfach. Weil der ist immer super. Aber der ist nicht so schön. Nehmen wir einen weißen Teppich. So, Fenster haben wir in der Garage. Super. Aber das Garagentor machen wir dann am besten auch weg. Und nehmen dafür dann noch... Ich weiß nicht, so zwei Fenster hin. Ja, das sieht auch wundervoll aus. Guckt euch das doch mal an. Jetzt nehmen wir das Bett. Nein, nicht die Tür. Nicht die Tür. Das Bett. Und stellen es hier unter das Fenster. Das ist doch ein schöner Ort für ein Kinderbett. So, wir machen jetzt nur hier das Gröbste. Und wenn ich dann aufgehört habe aufzunehmen, mache ich den Rest dann. Gibt ja hier noch so ein Pöttchen hin. Oh, einen Schaukelstuhl kann er haben. Aber so einen schönen. So was Helles. Oh, den finde ich richtig schön. Benutze ich viel zu selten, aber die Farbe gefällt mir nicht so. Wir brauchen einen weißen. Und dann ein bisschen blau vielleicht. Hallo. Oh Gott, mein Spiel ist heute wieder so langsam. Ich glaube, das liegt daran, weil ich eine Woche nicht gespielt habe. So. Das machen wir so bläulich. Aber hellblau. Hä? Warum ist es... Ja, okay. Dann nehmen wir doch dieses dunkle... Nee, stopp, Leute. Wir nehmen einfach den hier. So. Das ist doch super. Da brauchen wir noch ein bisschen Spielzeug für den Kleinen. Am besten kriegt er so ein Gehhilfending. Obwohl, nee, ich möchte, dass die dem das alles selber beibringen. Dann kriegt er noch so eine Schatztruhe. Das passt jetzt alles nicht so richtig zusammen. Es ist auch... alles jetzt nur ein bisschen provisorisch. Ich verspreche euch, im nächsten Part sieht das dann ein bisschen schöner aus. Und dann kriegt er hier noch so eine Brabbelbox. Und wenn er Lust hat, ein bisschen Xylophon zu spielen, kann er damit auch noch spielen. So, jetzt hat er zumindest schon mal ein Kinderzimmer. Ist doch schon mal der Schritt in die richtige Richtung, oder? Richtung. Lina, was ist nur los mit dir? Man merkt, dass ich lange nicht aufgenommen habe, oder? So. Ryan, du sollst jetzt hier deinen Schneemann bauen, bitte. Ich möchte, dass wir einen schönen Schneemann haben. Du sollst danach noch das hier wegräumen. Und das verdorbene Essen ausräumen.
Kitty? Oh mein Gott, ich dachte, sie schläft in der Luft, aber die liegt auf dem Tisch. Süß. Süß. Ich muss mal mich mehr vors Mikrofon hängen. Oh, jetzt habe ich das doppelt gemacht. Hä? Ich habe das gerade irgendwie nicht gesehen. Ich bin blind. Ich glaube, ich bin durch. Und zeig mal, was ist das? Hast du Frenchie, Stiebern? Eigentlich müssen wir doch jetzt gleich mal die Benachrichtigung bekommen. Oh nein, stimmt, wir wissen ja noch gar nicht, was sie hat. Stimmt, habe ich vergessen. Depper, depper, depper. Und wenn sie das aufgeräumt hat, dann sieht das Haus doch gleich schon ein bisschen besser aus. Und Levi, du kannst jetzt auch... Nein, hör auf, mit deiner Puppe zu spielen. Ich habe keinen Bock, das gleich hier nochmal durchzuspielen wie mit Zoe. Geh mal hier ein bisschen Xylophon spielen, dann wird er die Fähigkeit meistern in irgendeinem Instrument. Das wäre doch voll cool, oder? Wenn wir ihn so mega musikalisch machen würden. So richtig. Also, dass er so, weiß nicht, immer so Klavier spielt oder so. Das fände ich richtig cool. Okay, wir werden sehen, was wohin das uns alles hier bringen wird. Aber erstmal schauen wir jetzt hier, was... Warum ist es so dunkel? Wir haben 14 Uhr. 15 Uhr. Was Ryan hier fabriziert. Ryan hat 344 Simoleons Urlaubsgeld bekommen. Das ist doch schön. Wir könnten uns eigentlich auch mal ein neues Auto kaufen. Ne? Ich meine, die große Zitrone hat irgendwie ausgedient, würde ich mal behaupten. Deswegen werden wir die jetzt mal verkaufen. Und gucken mal, was wir noch so für schöne Autos hier im Gepäck haben. Ich habe ja ein paar Custom-Content-Autos. Oh, schade, ich dachte, wir könnten uns vielleicht ein Mini kaufen. Obwohl, das ist für Kinder nicht so geeignet, ne? Sollen wir uns einfach so ein SUV kaufen? Oh, ein Kia Sportage können wir uns kaufen. Der ist doch cool. Der ist doch cool für Familien. Dann nehmen wir so einen schwarzen Kia Sportage. Hä? Ich dachte gerade schon. Das sieht doch super cool aus. Hallo, Mann. Guck mal, ich habe einen Kia Sportage gekauft. Cool, oder? Ja. Okay, Ryan hat herausgefunden, wie man einen klassischen Schneemann baut. Das ist doch schön. Dann wollen wir uns das Ding doch mal anschauen. Wie bitte? Ja, also hoffe ich. Ich habe ja noch nicht gehört. Ja. Okay. Alyssa räumt da noch auf. Super. So, Ryan, du kannst jetzt mal dich mit Levi beschäftigen. Wo ist der? Ach ja, der spielt hier. Spiel mal mit ihm. Geh mal mit Levi spielen. Oh, los. I want to see it. Oh mein Gott, wie süß bist du bitte. Baby. Ich weine gleich, wie süß. Ich werde immer so sentimental bei meinen Sims, aber... Gott, das ist einfach so süß. Tim. Oh oh. Oh oh, mein Spiel hängt. Ah, super. Oh. Es sieht aus wie ein kleiner Ryan. Aber warum er schwarze Haare hat, das verstehe ich nicht ganz. Ich glaube, ich weiß wieso. Ich glaube, Alyssas Ansatz ist schwarz. Ich glaube, deshalb hat er auch schwarze Haare. Irgendwie gefällt mir das nicht so ganz hier unten, wie das aussieht mit der Brille und den Haaren. Aber wir lassen es jetzt erstmal so. Vielleicht werden wir es irgendwas ändern. Scheußlich. Elissa, warum isst du scheußliches Essen? Ich meine, gut, du, es ist dein Leben. Aber ich finde, wir könnten jetzt langsam auch mal die Benachrichtigung kriegen. 13 Tage, bis sie zur Erwachsenen wird. Und Ryan hat 17 Tage. Oh, Elissa ist 4 Tage älter. Und er möchte den Schaukelstuhl benutzen. Können wir den auch mit Levi benutzen? Ich glaube schon, oder? Ja, schaukel mit Levi. Mach das bitte. Bitte, das möchte ich sehen. Lieber hör auf zu spielen. Los. Na los. Warum hat er so eine kahle Stelle am Kopf? Oh. Was ist mit seinem Arm? Lieber, was ist mit deinem Arm? Hör auf damit. Bitte. Was soll das? Warum macht er das? Was ist mit seinem Arm? Aber es ist trotzdem süß. Es ist süß. Okay, hast du jetzt mal hier alles... Hallo, hier liegt überall Kleidung rum. Jetzt räum doch mal ein bisschen auf. Alyssa hat ihre Rolle als Hausfrau noch nicht so ganz akzeptiert. Also ist sie noch nicht so ganz warm mit. Ist natürlich überhaupt nicht schlimm. Ne? Jedem das seine, aber... Ryan, dein Handy klingelt. Geh mal ran. Komm. Na los. Na los. Und? Er ruft an. Ach, Levi, was ist denn? Caitlin Everton möchte wissen. Nein. Caitlin, nein. Nein. Warum bedrängen die uns immer alle? Ich verstehe es nicht.
Okay, gib ihm was zu essen. Gib ihm was zu essen. Dein Kind weint vor dir und du läufst weg. Gib ihm was zu essen. Wo ist... Auf dem Boden füttern. Bin ich blöd? Bring. Hä? Da stand nicht auf Boden füttern. Ah, sie gibt ihm was. Okay. Sehr gut. Dann ist er versorgt. Und dann können die zwei sicher noch mal eine Runde lieb haben. Ich meine, die haben einfach zu wenig Zeit miteinander. Geh mal ihm ein Küsschen geben. Dann freut er sich. Geschaukelt wird jetzt nicht. Oh, das Zimmer sieht so kahl aus. Aber ich verspreche, ich werde es besser machen, okay? Hör auf. Jetzt legt er das in Schnee. Oh, diese Familie. Du sollst ihn küssen. Geh ihn küssen. Los. Na los. Oh, hallo. Sie müssen wieder allerbeste Freunde fürs Leben sein. Okay? Ich meine, auch wenn das Leben jetzt vor der Tür steht, kann nicht sein, dass die ihre Beziehung vernachlässigen. Okay? Flüster ihm mal ins Ohr. Und danach... Oh, das ist ja cool. Seht ihr das? Warum leuchtet das? Ich glaube, weil ich Geschenke bekommen habe. Er möchte noch ein Kind bekommen. Das lässt sich natürlich erledigen. Dazu werden wir jetzt hier erstmal das einloggen. Und dann kann er das in den Trockner verschieben. Oh, die ist schon wieder schlecht. Oh, wie kommt das denn? Und Elissa, geh nochmal zu Kitty. Oh, sie schläft immer noch. Bibi, warum schläfst du denn den ganzen Tag? Du bist doch gar nicht mehr müde. Steh mal auf, Katze. Okay, sie möchte anscheinend nicht aufstehen. Nein, lieber, wenn du gerade nichts zu tun hast, dann spiel bitte mit diesem Xylophon. Ich möchte, dass du der King in musizieren wirst. Du wirst der nächste Mozart. Okay? Der nächste Vivaldi. Wen gibt es noch? Bach. Ey, der Stuhl war für euer Kind, damit ihr mit ihm da chillen könnt. Nicht, damit ihr einfach den ganzen Tag da drin rumschaukeln könnt. Ach, Elissa, Elissa, Elissa. Geh mal was zeichnen. Fortfahren. Haben wir ihr eigentlich eine Karriere jetzt gegeben? Oh ja, sie schreibt. Sie ist Autorin. Super. Ich habe uns im Urlaub... das Schicksal ist ein mieser Verräter gewesen. Ich habe ein bisschen geweint am Ende. Ich kannte den Film ja schon, aber wollte das Buch auch noch lesen und... Ach, es war so traurig. Naja, aber sehr, sehr schön. Und hat mir sehr gut gefallen, das Buch. Jetzt gerade lese ich... mein total spontanes Makeover und was danach geschah. Und das ist so ein bisschen so wie Girls Club, falls ihr Girls Club kennt, den Film. Und das ist voll gut und mir gefällt sowas richtig gut. Kitty, was hast du mit deinem Kratzbaum gemacht? Was hast du getan? Okay, wir werden ihn wohl ersetzen müssen. Du bist bekloppt, Katze. Geh hier kratzen. Oder, wie heißt es? Der Wäschetrockner? Der Trockner ist fertig. Dann können wir die Wäsche ja mal aus dem Schrank holen. Aus der Leute? Ich meine den Trockner. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, ich beende den Part jetzt an dieser Stelle. Ich denke, er ist jetzt mal wieder lang genug gewesen. Ich habe mal wieder genug gelabert und ich bin einfach völlig matschig im Kopf. Tut mir leid, ich bin heute 4 Stunden Auto gefahren. Also, Zeit ist mir... Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, im nächsten Part von Let's Play, die Sims 3 Lebensfreude. Und ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis dann. Tschüss.